Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, heute machen wir ein bisschen Planspielchen, was wir jetzt alles noch bauen und beziehungsweise heute auch anfangen. Ich mache nochmal schnell einen kurzen Rundgang, weil ich nämlich nicht viel, ich habe voll vergessen, was ich gemacht habe mit euch. Genau, wir gehen einmal in dieses dunkle Gebäude dahinter. Da laufen wir hin. Da bin ich nämlich jetzt fast fertig. Fehlt jetzt eigentlich nur noch der Gravel auf dem Dach. Dann kommen noch sozusagen so Deckenventilatoren drauf. Eventuell auch noch ein bisschen Licht. Aber das muss ich mir dann noch angucken. Ob ich noch Lichtschächte mit reinbaue. Das werden wir alles nach und nach sehen. Wir haben jetzt schon mal für uns, wie gesagt, die ersten Baustellen ausgehoben und die erkläre ich gleich. Und dann werden wir da auch peu à peu anfangen. Und ich werde in dieser Folge und in der nächsten eventuell mal meinen Loot abholen. Weil das muss auch mal langsam gemacht werden, weil sonst, habe ich das Zeug, wenn ich es überhaupt nicht mehr brauche. So, aber wie ihr seht, ne, das kennt ihr ja, das ist, das habe ich schon alles verglast gehabt, bis hierhin. Genau, ich glaube bis hierhin oder bis hierhin. Auf jeden Fall habe ich jetzt das Glas komplett weitergezogen. Und wie man sieht, auch die zweite Seite ist jetzt komplett fertig. Es fehlt mir jetzt eigentlich nur noch das Glas von hier bis hier. Ich hoffe, dass mir noch ein Stack reicht, kann sein, dass ich aber noch einen zweiten machen muss. So, dann haben wir auch hier alles schön brav hochgezogen. Oh, da ist was gestorben. Hat jemand den Hut fallen lassen? Ah, ich habe da vergessen. Okay. Und das muss ich auch noch hochziehen. Die Mittelpfosten müssen noch hochgezogen werden. Und dann müssen halt noch diese, diese Verbindungselemente gezogen werden. Dass das halt vernünftig ausschaut. Machen wir aber erst, wenn die Regale fertig sind. Ja, also wie gesagt, die Seite ist jetzt fast fertig. Wie gesagt, hier kann ich jetzt noch rauslaufen. Da drüben ist das jetzt schon nicht mehr möglich. Also die Seite da drüben ist komplett ready. So. Ach, das heißt, hier ist alles dicht. Wie gesagt, beim alten Lager habe ich hier noch sozusagen eine Ausfahrt gehabt, wo man sagen konnte, okay, ich kann jetzt da rausfahren mit dem LKW und LKW-Punkte hingemacht. Das habe ich gesagt, nö, das machen wir vorne und hinten gleich. Ja, also hier, wie gesagt, komplett Glas bis nach oben. Oh, da hinten ist auch ein Bug. Da hinten muss ich auch noch Glas setzen. Da brauche ich auf jeden Fall nochmal ein Stack. Reicht nicht. Reicht kein Einsieger. Ja. So, was ich jetzt momentan noch beim Überlegen bin, weil, also da kommt auf jeden Fall wie vorne ein Weg entlang. Das wird nicht, das habe ich schon gesagt, das ist, wäre ein Blödsinn, das jetzt so zu, irgendwie anders zu machen. Dann habe ich schon gesagt, da vorne kommt dann für mich hin eine Art, Platz, wo man dann auch zum Beispiel mal einen Weihnachtsbaum aufstellen kann zu Weihnachten oder. Ja, kein Osterhasen. Die Ostern wäre ein bisschen witzig, weil er ist rum. Eine Mechanik aufzubauen, zum Beispiel mit AE, dass das dann automatisch erscheint, wenn dann diese Jahreszeiten sind, das wäre auch eine coole Idee, aber da muss ich mal gucken, ob ich es überhaupt so lang durchhalte. Weil das heißt ja nicht Weihnachten 2021, sondern 22. Aber wir werden sehen. Ne? Also so schaut es von außen aus. Wie gesagt, hier sind Holzelemente, da hinten sind jetzt dann die Holzelemente dort. Überall Glas. Ich habe schon gesagt, wir sind von altertümlich da vorne jetzt auf hypermodern da hinten umgeswitcht, weil, wie gesagt, Lager aus Vollglas gibt sehr wenige. Kenne ich keins. So, dann schauen wir uns die Bienchen noch an. Ich hoffe, dass jetzt eventuell meine eine Biene hier
endlich komplett rein ist. Nö, sie nicht. Okay, ist mir jetzt aber auch wurscht. Dann gucken wir mal schnell noch mal hier entlang, wie weit das Wasser ist. Aber hier laufen jetzt mittlerweile alle 12. Und wirklich alle 12, also auch voll. Sie laufen alle. Dann demnächst werden wir auch mal hier jetzt die Becken füllen. Aber wie gesagt, die Tanks unten drunter. Also sobald ich in der Lage bin, den Super Tank 2 zu bauen, dann wird auch da unten ein Super Tank 2 stehen. Ja. Also momentan hier, Wasser ist voll mit 4 Millionen und destilliertes Wasser ist jetzt bei 2,4 Millionen. Okay, so. Das ist egal. Da haben wir auch nichts gemacht. Da haben wir nur sozusagen jetzt den kompletten Bereich ausgehoben und für uns schon überlegt, wie wir das bauen. Momentan bin ich dabei, so eine Art, ja, ein B ist es nicht, doch, ein modernes B. Kennt ihr doch die Bs, die wo nicht gleich, wo nur den Strich drin haben und wieder zurückgehen, sondern die noch so eine Ausbuchtung haben und dann zurückgehen. Also das haben wir bis jetzt hier vor, weil hier sollen dann größere Türme entstehen, weil dann da die Distillation Towers drin stehen für die Cracked und hast du nicht gehen sehen und schießen mich tot, dass wir das halt komplett aufbereiten können und das ist halt der größte Turm und wir haben jetzt schon ausgemessen, ich glaube, wir könnten insgesamt 6 Stück pro Seite hinstellen. Ja, und der Raum da vorne wird ja eventuell nochmal gespiegelt bis daher, dass man da nochmal was reinmachen kann. In der Mitte kommen dann die kleinen, also da wird der Raum auch noch ein wenig rausgezogen. Dann kommen da die kleinen Towers rein, dahinter. Ja, und wenn es dann halt dann hier vorbei ist, dann kommt dann halt hier die Mauer. Ja. So, dann fangen wir mal hier an, weil diese lustigen Objekte habt ihr schon gesehen. Also hier haben wir schon mal alles ausgehoben, dass wir wissen, wo der Zaun hinkommt. Das Zeug da, ne? Das ist Zaun. Dann haben wir erstmal überlegt, ob wir hier reingehen. Also an diesen Objekten vorbei, an unseren Steinskulpturen. Dann haben wir gesagt, nein, wir gehen hier rein. Und hier wird ein, ja, ich hoffe, dass es klappt, was ich vorhab. Und zwar ein verschachteltes Gebäude. Ja, wenn man es jetzt anschaut, hier ist ein kompletter Chunk. Ja, dann habe ich jetzt dann hier wieder einen kompletten Chunk. Und hier die zwei in der Mitte. Ob ich das momentan noch so lasse, weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass ich das nochmal um einen halben Chunk nach hinten schiebe. Also, dass dann diese hier anschließt. Aber werden wir sehen. Wie gesagt, kommt drauf an auch noch, ob ich jetzt dann oben drauf dann vielleicht auch die noch verdrehen will. Müssen wir gucken. Also das soll auf jeden Fall so eine Art verschachteltes Chemiewerk werden. Genau für diejenigen, die sich gefragt haben, was wird das? Und dann haben wir schon für uns jetzt selber gesagt, dieser Bereich hier wird Gas und dieser Bereich da drüben wird Säure. Und dafür stehen auch diese komischen Pflöcke da. Also das, wie gesagt, das sind keine Steinskulpturen. Da werden wir nicht die Köpfe aus der Osterinsel rauskloppen, sondern das werden Tanks. Genau. Also das heißt, wir haben dann hier 4 Tanks. Das heißt, hier wird dann sein erstmal. Gott, jetzt muss mir das einfallen. Es ist Nitrogen, Oxygen. Und Hydrogen. Und das vierte habe ich vergessen. Und auf die andere Seite kommt dann halt Sulfuric Acid. Und. Also was alles ein wenig ätzender ist. Das kommt hier rein. Wir haben gesagt, wir möchten 4 Tanks hinstellen. Hier kommen vielleicht auch nochmal 4 Tanks hin.
die halt dann ein bisschen, ja, es soll halt zeigen, dass wir halt auch, dass hier halt auch gearbeitet wird. Es ist ja auch ein Industriebereich, ne? So, dann diesen Bereich erkläre ich gleich. Dann machen wir jetzt erstmal den da, weil hier haben wir jetzt auch schon angefangen. Da werde ich dann jetzt auch als erstes bauen. Wir haben jetzt erstmal einen riesen Bereich hier. Der ist jetzt bis jetzt ausgehoben in 5x5. Ich weiß, was wir auf jeden Fall hier hinbauen, weil da brauchen wir auf jeden Fall einen Air Scrubber. Weil sonst wirst du hier nicht mehr ohne Gummianzug rumlaufen können. So, auf jeden Fall, hier werden dann die EBFs drinstehen. Und zwar EBF Nummer 1 und EBF Nummer 2. Jetzt werden die meisten sagen, was? EBF, die sind noch nicht so groß. Doch. Denn ihr müsst ja sagen, ein EBF ist 3x3. Und sie können sich die Wände teilen. Das heißt, diese 3x3 sind auch ein EBF. Und diese 3x3 sind auch ein EBF. Und diese 3x3 sind auch ein EBF. Also das heißt, man kann maximal 4 EBF sozusagen zusammen packen. Und vor allem, wenn man es halt dann genau in die Wand macht, dann fangen sie an, sich die Sachen zu teilen. Also das heißt, wenn ich jetzt sehr viele Rezepte habe mit Oxygen, dann kann ich ja da vorne sozusagen in diesen Bereich dann das Oxy mit reinmachen. Und dann habe ich automatisch auch gleich mein Oxy in beiden drin. Oder beide können es verwenden. Ja, und das kann man halt an allen Ecken machen, ne? Dass man sagt Oxy, Nitro, Hydro, keine Ahnung. So, nehmen wir. Die ersten 10 Minuten sind rum. Wird wieder dunkel. So, und dann haben wir jetzt dann sozusagen hier, also das Gebäude kann noch mal, wird nochmal an der Seite dann erweitert. Dann haben wir hier unseren Eingang. Also bis jetzt bleibt das so. Könnten zwar noch mal ein bisschen verschieben, weiß ich aber noch nicht. Und dann haben wir hier damit dann auch schon Schildchen aufgestellt. Und zwar diesmal aber nicht von vorne nach hinten, denn wir kommen hier rein, dann laufen wir hier durch. So, und dann kommt hier eine Mauer irgendwo hin. Und wieder, ja doch, eigentlich hier. Dann kommt hier die Mauer hin. Dann haben wir hier unseren zweiten Bereich. Können wir uns dann überlegen, ob man da noch irgendwas hinbaut. Aber momentan haben wir das so vor, weil das Lager ist schon ein ganz schön Batzen weg. Vielleicht zum Erze anfordern, dass man sagt, okay, man hat da vorne entweder großes Erzvorkommen. Also man sagt, okay, wenn es dann Query arbeitet, wird alles gleich ins Lager geschmissen und nicht hierher, weil ich glaube, da denen die nicht mit zurechtkommen, auch wenn das HV mit dabei ist, haben wir gesagt, nein. Aber wir haben hier zwei Arten von Verarbeitung. Und zwar, wir haben hier dann unseren Mass Nummer 1, Maserator, das geht in die Washing. Das geht in den nächsten Maserator, das geht in in die Centrifuge. Und dann wird es unterirdisch weitergeleitet und geht dann hier drüben in den Furnace-Bereich. Das heißt, hier werden, also ich schmeiße da meine Erze rein, wo hier Ingots rauskommen. Beziehungsweise eventuell, was dann nicht hier reingeht. Das heißt, wir werden das auch so aufbauen wollen, dass alles, was nicht in die Öfen geht, dann wieder nach hinten kommt. Also das heißt, wir haben dann so eine Laufbahn, dass man halt auch sagen kann, okay, ich möchte nicht nur, wenn ich jetzt nicht nur was habe, wo Ingot wird, sondern wo ich halt dann nochmal weiterverarbeiten muss in der Elektrolyse oder. Das geht dann halt in den hinteren Bereich. Wie gesagt, wir wissen noch nicht, wie groß das er wird. Vielleicht wird er nur so groß, dass man dann sagt, okay, man macht da hinten halt dann den zweiten Teil der Erzverarbeitung rein, wo es halt zum Beispiel dann drin steht, ein Electrolyzer, eine Zentrifuge, eine Thermalzentrifuge, um das halt, was man dann halt so
übrig hat, in die Endverarbeitung zu packen. Weil, wie gesagt, man kann ja sehr viele Materialien aufspalten bis zum Nimmerleins-Wochenende. Ja, und dann kommt das dann hier rein. Wie gesagt, hier kommt das Lager rein mit den ganzen Erzen, die eben dahin kommen. Da kommt da unten drunter ein Draw-Controller. Ja, da kommt es meinetwegen, sagen wir mal, hier hin. Und dann heißt es, okay, ich fordere zum Beispiel auch, kann dann auch was anfordern irgendwann mal vom AE-System, kommt halt dann in die Seite. Ja, und dann sage ich, okay, alles klar, ich fordere an, kommen die Sachen vom Lager rüber. Und dann kann ich halt zu ihm sagen, okay, alles klar, wir pumpen jetzt raus, dann läuft es halt dadurch. So, und dann haben wir noch eine zweite Linie. Und diese Linie ist dann Maserator, Washing, Siften. Also zum Beispiel jetzt, wenn ich Diamanten habe, ne, oder Emeralds oder was in der Richtung, wo ich jetzt sage, okay, das will ich nicht verarbeitet haben in der Spur, weil es werden ja keine Ingots, sondern das möchte ich, dass es gesiftet wird. Dann kommt es hier rein. Dann habe ich hier auch einen Draw-Controller und dasselbe Spiel auch hier. Genau. Und das ist jetzt halt dann das, was wir jetzt sozusagen alles machen, vorbereiten und aufbauen. Wie gesagt, zwei Maseratoren habe ich. Und ich habe auch schon vorarbeiten lassen, weil sobald diese Hütte hier steht, und diese Hütte steht, weil das ist ganz wichtig, dass diese Hütte dann ziemlich schnell auch gleich mit entsteht. Weil ich werde es dann brauchen, Hydrogen und nicht, also Hydrogen auf jeden Fall wie ein Blöder. Weil ich merke das jetzt immer mehr. Wir werden jetzt auch anfangen müssen, die Ölquellen intensiver zu bearbeiten, also heißt abzutragen. Und wie gesagt, wenn wir auch noch genügend Aluminium übrig haben, dann werden wir auch die großen Zellen vermehren, dass wir da viel mehr mitnehmen können. Das ist jetzt sozusagen dann mein Ziel. Und wie gesagt, man merkt halt jetzt auch hier, dass da jetzt einiges läuft. Wir haben jetzt nur noch 745.000 Benzin hier. Und ja, hier sind wir jetzt auch schon, ich glaube, 6 oder 7 Stacks von den Zellen haben wir auch schon durchgejagt, weil halt auch jetzt mittlerweile hier die ganze Zeit die Maschinen arbeiten, weil wir Material brauchen. Sieht man ja hier, Zentrifugen arbeiten. Genau. So, dann kann ich euch noch zeigen, was wir schon vorbereitet haben. Und zwar, genau, wir haben schon, also einen habe ich gebaut und wir haben noch 10 weitere World Angle gebaut. Das ist nämlich das, weil wenn ich, wie gesagt, die Benzinverarbeitung habe und hinten dran das Hydrogen habe, dann muss ich natürlich auch das so gestalten, dass das Hydrogen auch die ganze Zeit verarbeitet wird und weitergegeben wird, weil das bringt mir ja nichts, wenn davon das Benzin nicht mehr läuft, weil uns Hydro rausgegangen ist. Und das wäre natürlich nicht gut. Weil das Problem hatten wir schon, auf einmal habt ihr glaube ich sogar gesehen, irgendwas ein bisschen mehr als 2 Millionen hatten wir noch unten. Ja, und 2 Millionen ist halt nichts. Also wenn ich mir vorstelle, dass da drüben nichts läuft oder fast nichts gelaufen ist und wir haben ein bisschen angefangen, ein EBF ein bisschen latschen zu lassen, kommst du auf einmal nicht mehr hinterher, die Zellen nachzuordern und der Tank läuft unten auch leer. 3,6 Millionen haben wir jetzt wieder. Das heißt, wir haben jetzt, obwohl ich glaube schon 5 oder 6 Hydrogen-Stacks durchgejagt sind da draußen. Haben wir halt gerade mal, ich glaube, 800.000 plus gemacht oder so. Und der Rest ist halt für das Wasserwerk und für hier drauf gegangen.
was halt nicht gut ist. So, also jetzt tue ich schnell noch das da weg. Könnte der, genau, der ist durch. Auch gleich entleeren. Wichtig. 106.000, oh, jetzt haben wir, ich habe mal wieder ein wenig Plus gemacht. Also sonst haben wir eigentlich nur noch Minus gemacht. So, du kommst weg. Boxy und Empty. Und auch hier Empty. Danke. So, also dann fangen wir mal an. Und zwar, wir brauchen den Mod Ender.io. Denn Ender.io hat wunderschöne Sachen, die wir benötigen. Und zwar, wir benötigen auf jeden Fall. Muss ich sie nur finden? Das ist jetzt die Kunst. Genau. Es gibt ja einmal die Redstone. Dann gibt es einmal die Energie. Dann gibt es die Fluid. Und dann gibt es die Item. Und wie gesagt, die Item Pipes sind halt die wichtigsten für uns. Wir brauchen mindestens MV. Das heißt, ich brauche Poly, ich brauche Small Electron Pipes und ich brauche eine Pulsating Iron Plate. Schaue ich gleich mal, ob wir noch welche haben. Hier schon mal nicht. Ich habe hier eine. Ob das das auch wirklich eine ist. Habe ich gleich wieder wegen Blit aus der Wäsche. Pulsating Iron Plate, jawohl. Das heißt, das wird jetzt in Zukunft dann auch noch angeschmissen. Pulsating Iron Dust. Zwei haben wir noch. Was brauche ich fürs Pulsating? So, Blast Furnace. Oxy. Bei Zellen. Da kommt die rein, das rein, kann der schon mal laufen und gleich wieder alles wegräumen. 40 Sekunden. Ja, man kann es dann auch alles hier, dass wir das hier auch machen können. So, was brauche ich jetzt bitte schön für den Assembler? Ja, ich habe leider nicht alles hier, ich Depp. Ich habe nämlich wieder was vergessen. So, ich brauche Small. So, packen wir hier Small rein. Hau durch. Und ich muss rüber. Und das ist die Frage, wie viel brauche ich dafür? Ich glaube einen, ne? Genau. Ich will drei Stück machen. Also habe ich auch drei Polyethylen-Bars. Tausche das gleich wieder zurück. Und wie gesagt, das müssen wir jetzt halt dann mittlerweile jetzt dann so oft, ne, und das im Dutzend billiger machen, dass ich halt mittlerweile gewollt bin, das euch halt einmal zu zeigen. So, und noch gibt noch einen kleinen Trick für diejenigen, wo es genauso doof sind wie ich. Sich zu merken, wo ist welches Werkzeug. Ich habe jetzt momentan den Wirecutter da. Geht ja mit jedem Tool. Ich versuche es aber mir wirklich bei GT anzugewöhnen. Wenn ich jetzt sneake und nach unten gehe, dann kriege ich den Wrench. Wenn ich wieder nach unten gehe, kriege ich den Wirecutter. Es ist die ganze Zeit so.
Dann seht ihr oben das Werkzeug, das ist der Screwdriver. Wenn ich jetzt nach oben scroll, dann kriege ich den Screwdriver. Also sozusagen, man sieht immer ganz, ganz, ganz klein unten rechts in der Ecke, was die Werkzeuge sind. Ne? Also hier und hier. Ganz klein. Ich hoffe, dass man es erkennt. So, okay. So, dann brauche ich jetzt auf jeden Fall mal einen Wrench, weil den muss ich jetzt drehen. Weil das Poly muss jetzt bitte hier rein. Und dann drehe ich gleich wieder zurück, weil nicht, dass das Glas dann auch hier reingeht, falls es nicht reichen sollte. So, dann schauen wir mal. Er hat's fertig. Dann haben wir hier in Circuit Nummer 1. Das heißt, ich kann mir hier auch schnell die Bending machen. So, und jetzt heißt es dreimal davon, dreimal davon und das Poly. Und schon fängt die Assembly an zu laufen. Und wir haben unsere ersten Pipes. Jawohl. So, für diejenigen, die die Conduits, die Item Pipes, Item Conduits nicht kennen, also ich hatte mit beiden recht, ja, man kann die ja sozusagen so miteinander verbinden. Und die haben jetzt halt einen Vorteil. Ich habe gedacht, die haben einen, achso, da muss dann glaube ich eine Maschine dran sein, sonst geht's nicht. Genau. Ja, jetzt kann ich zum Beispiel hier einen anschließen, dann habe ich diesen Button hier. Und auf diesen Button kann man draufklicken. Und jetzt habe ich hier sozusagen, den kann ich den Modus einstellen, die Farbe einstellen, ob er ein Signal braucht, welche Farbe das es hat. Ach genau, der Channel, die Ding, die Signalfarbe und ob es Round Robin, also ob er immer wieder das machen soll oder nicht. So, und dann kann ich jetzt einstellen, er soll extracten, er soll es rausziehen, er soll es reinbringen, er soll es disablen oder er soll es rein und raus machen. Das ist jetzt zum Beispiel bei einigen Maschinen wichtig, wo du sagst, okay, ich möchte zuerst das haben, dass es eingibt, also das, was reinkommt. Er soll zum Beispiel Steine reinbringen oder irgendwas aus einem grünen markierten Bereich halt reinbringen, könnte man jetzt zum Beispiel sagen, okay, das heißt, ich habe auf der anderen Seite jetzt eine Kiste, habe dann, oder zwei Kisten, habe dann eine, die ist rot und eine ist grün und ich sage halt, ja, bitte aus der roten, also aus der grünen Kiste, das holst du mir, dann packt er das rein, dann wird es zum Beispiel verarbeitet und dann sage ich zu ihm im Out-Bereich, bitte in die rote Kiste und dann räumt das sozusagen in die rote Kiste auf. So, es gibt sogar noch mehr Möglichkeiten. Hier kann ich halt Speed Upgrades reinpacken. Das heißt, dass er dann halt das schneller macht. Ich kann das 15 Mal upgraden oder einmal downgraden, wenn es zum Beispiel mir zu schnell ist. Kann ich auch zum Beispiel sagen, mach's mal einmal langsamer bitte. Dann kann ich hier mir einen Itemfilter bauen, den werden wir auch brauchen, bei einigen Sachen da drüben, weil ich dann zu ihm sage, ja, das bitte dahin, nicht dahin. Ich hoffe, dass das auch mit Familien geht, weil dann, sonst habe ich ein Problem. Genau. Und Possible Function Upgrades habe ich noch nie benutzt. Und diese Pipes haben noch einen Vorteil. Ich habe es jetzt halt momentan nicht da. Es gibt ja die Energy und es gibt ja Fluid und so weiter und so fort. Muss ich noch was anderes testen? Also das kann man ja zum Beispiel jetzt dann so machen. Ja, dass man sagt, okay, ich habe jetzt da eine Pipe, mit der gehe ich rein und raus. Somit hat man dann so hat man dann sozusagen eine Einsparung bei den Ohrwaschern.
weil ich sage, bitte bringe mir aus der Maschine das raus, rein, und wenn du das rausziehst, bringst du zur nächsten Maschine. In dem Fall Maserator. Und der Vorteil ist ja, wenn man jetzt zum Beispiel GregTech hat, der transportiert, wenn ich eine Maschine daran angeschlossen habe, nur Items auch dahin, wo die Maschine das auch verarbeiten kann. Das heißt, kann er die nicht verarbeiten, schickt er die erst gar nicht los. Da kann man halt ein bisschen rumtricksen sozusagen. Und wie gesagt, man hat ja noch zwei andere Möglichkeiten, und zwar Fluid und Energie. Das heißt sogar, ich könnte jetzt eigentlich hingehen und sagen, wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt ein Itemfilter dranhängen und ich bräuchte zwei. Also dann bräuchte ich links und rechts. Dann könnte ich jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, alles klar, dann mache ich doch eine Energiepipe noch zusätzlich in die Mitte. Und an dem Rand mache ich zum Beispiel zusätzlich noch eine Wasser- oder was auch immer Pipe, also Flüssigpipe, dass ich dann da auch mein Wasser rein und raus kriege. Heute sehr viel Theorie, ich merke das schon. Genau, so. Das heißt, das ist jetzt schon mal eine Sache, die wir mir auf jeden Fall brauchen. Und dann brauche ich jetzt als nächstes aber auch auf jeden Fall einen Filter. Das Filter-Item-Teil brauche ich Steelwire. Das heißt, es sind vier. Das sind. Stück. Das sind 10. Und dann nochmal 6. Also das heißt, ich brauche 16 Stahl. Also ich brauche 8 Stahl. Ich hoffe, dass ich jetzt so richtig gerechnet habe. Weil das verdoppelt sich ja. Okay, Steelwire habe ich noch. Also das brauchen wir auf jeden Fall. So, und dann brauche ich noch eine Iron Bar. Ich hoffe, wir haben noch. Jawohl. So, und dann, nee, da ist leider gerade keine Batterie drin. Doch, da ist eine Batterie drin. Bin schon blind. Alles klar. So, das heißt jetzt, ich pack das rein, ich pack das rein. Und was brauche ich noch? Brauche bestimmt noch ein Circuit, ne? Nö. Ach so, für ein Item? Ja. Ha, halt. Ja. Das da, der da. Und was brauche ich noch? Ich brauche noch eine Folie. Zinkfolie, 16 Stück. Zink. Von A bis Zink. Wird verdoppelt, das wird wieder verdoppelt. Ich auch da. Dann nehme ich sie doch. Soll nicht sagen, ich zöge es jetzt hinaus. Nein, nein, kann der auch so machen. So, genügend ist drin. Und das geht hier ein bisschen hurtiger, weil die anderen brauchen ja. Und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Also wir haben gestern einen Test gemacht. Natürlich habe ich den Zettel. Ja doch, ich habe den Zettel da. Und zwar, wir haben mal einen Vergleich gemacht. Und zwar, ich habe hier das mal abgeklemmt, eine Batterie reingelegt und habe an dem hier einen Soundmuffler produzieren lassen. Volle Batterie, das heißt, ich habe 100.000 EU drinnen gehabt und habe dann am Schluss, wo dann das ganze Ding fertig war, 96.710 EU noch übrig gehabt. Das sind, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe, 3290, ich soll vielleicht die richtige Zahl ablesen. 3290 EU hat er verbraucht, um mir sozusagen diesen hier im Assembler zu machen. Also er hat ein bisschen mehr gebraucht, als hier steht, aber ungefähr das, da kann man so Pi mal Daumen ernst nehmen, und das waren auch 80 Sekunden. Auf der MV-Schiene haben wir es nicht gemacht, weil die MV halt die ganze Zeit voll war. So,
derzeit kann ich natürlich nicht nur Blabla machen, sondern das laufen lassen. Dann haben wir das aber hier mit demselben gemacht. So, wir haben einen Basic Item Filter. Dann haben wir das hier auch gemacht. Und zwar, hier haben wir, also hier waren drin 1,299275 Millionen EU. Und auf verbraucht haben wir 1.286.723. Das sind dann ungefähr so 12.552 EU. Und das ist jetzt, wenn man das jetzt so nimmt, so knapp drunter, glaube ich, das Vierfache. Weil mir wurde immer gesagt, ja, der braucht viermal so viel Energie bei der nächsten Stufe, um doppelt so schnell zu sein. Das stimmt nicht. Weil das ist der HV, das ist der L, also der da ist der LV, das ist der HV. Das heißt, wenn ich jetzt das dann überprüfe und es beim MV mache, könnte ich eine Wette abschließen, dass das ein bisschen, vielleicht so 6.600 EU braucht. Also das heißt, Verdoppelung des Stromverbrauchs, was draufsteht, also circa bis ungefähr, ne, steht 3.200 drauf. Ne, rechnen das mal 2, haben wir dann 6.400 EU, weil wir ungefähr bei MV brauchen. Und rechnen wir das dann nochmal mal 2, dann sind wir bei 12.800 EU. Ja, und der war ein bisschen drunter, aber wie gesagt, man weiß halt nicht, ob da irgendwas verloren geht auf der Zahl. Aber ungefähr das Vierfache, und dann heißt es auch, die Zeit halbiert sich. Das heißt, diese 80 Sekunden werden da drüben 40 Sekunden, werden da 20 Sekunden. Also müsst ihr halt wissen, baue ich das in eine Assembling-Maschine der dritten Generation rein, brauche ich das, will ich dafür viermal so viel Strom aufwenden, oder reicht mir das, wenn ich davon vier Stück aufbaue? Und genau so denken wir bei unserer ganzen Erzverarbeitung. Das heißt, wenn ich mir jetzt anschaue, dass ich dann nicht hingehe und sage, okay, ich baue jetzt da einen HV-Maserator hin, weil das muss man, wie ich in den Beiprodukten. Das heißt, ich habe da ja sozusagen die Möglichkeit, eine 10% Chance aus dem Erz nochmal ein Zusatzprodukt rauszukriegen. Beziehungsweise dann geht es in den Ohrwascher rein, die werden dann LV, weil dann stellen wir halt mal 16 Stück hin. Frisst ja nichts. Mehr gehen nicht. Welcher Kabel? Immer strommäßig denken. Weiß ich jetzt nicht, ob die SRF funktioniert. Müssen wir testen, ob die genügend Saft raushauen. Aber ich vermute, die, wo wir jetzt bestimmt bauen können, noch nicht. Dann geht es wieder in einen HV-Maserator. Da wieder dasselbe Spiel. Ich möchte das Beiprodukt haben oder die Chance auf das Beiprodukt haben mit 10%. Und dann geht es halt in 16 Zentrifugen. Und dann in 16 verschiedene Öfen. Genau. Also das ist das, was wir dann da drüben planen und bauen. So, ihr habt ja ungefähr gesehen, wie ich diese wo ich es ungefähr vorhab. Wir werden uns das jetzt nochmal dann angucken. Und dann werden wir in der nächsten Folge anfangen, die Erzverarbeitung hochzuziehen. Ja, da könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Und dann heißt es von mir noch, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr weitere Fragen habt zu irgendwelchen Conduits, Strom, whatever, schreibt es mir in die Kommentare. Oder kommt auf dem Discord vorbei. Oder. Gibt ja noch mehrere Möglichkeiten. Und dann heißt es von mir, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.